Willkommen zurück zu Resident Evil. So, wir verlassen jetzt unseren Vorratsraum. Wir müssen jetzt in den zweiten Stock und die letzten Räumlichkeiten hier erkunden. Ich glaube, da war jetzt auch noch was im zweiten Stock. So, erstmal hier hoch. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, hier lang. Mal gucken, da ist, genau, da können wir durch und da ist noch eine verschlossene Tür. Sehr gut. So. Und in dem ist jetzt auch noch was. Da waren wir noch, glaube ich, entweder noch gar nicht drin, oder? Waren wir ja schon drin. Ah ja, okay. Das ist der Raum. Wir haben noch ein bisschen Platz. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol. Nein! Scheißhelm. Okay. Die Kräuter. Ich nehme mich aber gerade direkt mal mit. Oh, da ist ein rotes. Ja, das ist cool. Das nehmen wir auch mit. Komm, wir nehmen das direkt. Nein, nicht untersuchen. Kombinieren. Genau. Gut, da geht's nicht rein. Wir müssen... Es könnte natürlich auch da sein, okay. Dann besorgen wir uns jetzt erst das Serum, geben das bei Richard ab und da ist auch noch ein Raum, wo wir rein können. Es kann sein, dass das da ist. Allzu viele Möglichkeiten bleiben hier nicht mehr. Also wieder den ganzen Weg zurück. Wir besorgen uns erstmal das Serum. Und dafür müssen wir auf die linke Seite. Das habe ich, glaube ich, einen kleinen Fehler gemacht. Der Türgriff ist kaputt. Sie können nicht durchgehen. Genau. Da haben wir am Anfang mal die Nachricht bekommen, dass der Türgriff kaputt scheint. Und deswegen ist er irgendwann abgebrochen und wir können jetzt nicht mehr durch. Über Sinn und Unsinn von dieser morschen Holztür, dass wir da nicht durch können. Ja, fangen wir lieber nicht an. Hauptsache, wir können Zombies mit einer Pistole die Köpfe wegschießen. Aber hey, die morsche Tür, die ist schon hart. Ist aber auch kein Problem, denn wir gehen jetzt hier um die Ecke. Dann hier und dann sind wir auch schon da. Wieder in der Eingangshalle. Und da müssten wir jetzt von oben da rein. Oh ja, ich glaube, ich weiß den noch. Genau, von da, da und ja, perfekt. Das sollte relativ zügig gemacht sein. Alles wieder zurück. Wenigstens warten hier keine Gegner auf uns. Ich glaube, das ist der einzige wirklich sichere Raum. Außer natürlich, man kann... Müsste jetzt, glaube ich, auch noch gehen, wenn man jetzt die Eingangstür zum Gebäude selbst nochmal kontrolliert. Dann warten dort ein paar Hunde und dann springt einer rein. Aber das müssen wir uns ja nicht ansehen. Kann ich zumindest gut drauf verzichten. Kostet nur Munition. Naja, das nervt. Ich mag die Hunde auch nicht. Hat sich hier noch irgendwas getan? Nee, hier ist nichts mehr. Und runter. Kerosin besorgen. Ich glaube, ich gebe dann auch direkt mal die Pflanzen ab. Beziehungsweise die eine Pflanze. Wenn ich ja eh schon mal hier bin. Pflanze oder Spray ist in dem Fall egal, weil diese rot-grüne Kombination, die macht genau das Gelbe. Und deswegen ist das total Latte. Wir haben dann wenigstens noch ein bisschen Platz. So, machen wir das erstmal hier unten hin. Und dann müsste, glaube ich, hier... Das Regal ist voller Pillen und Elixiere, die sie noch nie gesehen haben. Vielleicht... viele haben die Farbe gewechselt. Okay, dann ist es hier. Serum mitnehmen. Jupp. Und den ganzen Weg wieder zurück. Oh, halt. Nee, nee, nee. Stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp. Von wegen. Wir haben da
was ganz Wichtiges vergessen, was ich in einem der vorigen Videos extra dafür eingepackt habe, wo wir jetzt hinwollen. Und jetzt habe ich es auch schon wieder abgelegt. Aha. Das geht natürlich nicht. Denn ich meine, wir brauchen gleich unbedingt das Feuerzeug. Ja, habe ich doch. Wieso habe ich... Okay, nein. Falsche Taste. Dann würde ich zumindest gerne noch das Kerosin mitnehmen. Das Serum legen wir gleich eh wieder ab. Bessere Waffe brauche ich. Da haben wir 3 freie Plätze. Ja, das sollte reichen. Ja, das müsste auf jeden Fall reichen. Und dann holen wir uns die vierte Maske. Oh yeah. Dann werden wir hinter das Geheimnis kommen, was in diesem Sarg steckt, der da in dieser geheimen Grabkammer da oben festgemacht wurde, mitten in der Luft. Ja. Das werden wir doch direkt mal erledigen, wenn wir hier sind. Sicher ist sicher. Ich glaube, hinter dem Medizinraum bei dieser kleinen Abstellkammer war auch noch Kerosinbehälter. Den können wir dann auch gleich wieder voll machen, wenn wir dahin zurückgehen. Das ist gut. Habt ihr den Zombie da auf dem Boden gesehen, als wir gerade rausgekommen sind? Ich glaube, den sollten wir auch nochmal verbrennen später. Der wird mit Sicherheit auch nochmal aufstehen. Aber gut. Solange der da an der Ecke liegen bleibt, wäre mir das eigentlich auch egal. Richard, wir kommen. Weiß noch jemand von euch, ob es da im Original einen Timer für gab, dass wir ganz schnell das Serum besorgen mussten? Weil ich habe da irgendwas im Hinterkopf. Kann aber auch ein anderes Spiel gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Ob ich jetzt schwören kann, da kommt irgendwie ein 3-4 Minuten Timer, wo wir ganz schnell das Serum besorgen müssen und damit wieder zurück müssen. Bin ich überhaupt im richtigen Raum? Ja, bin ich. Zu lange gewartet? Ach komm. Ach scheiße, oh nein. Okay. Fuck. Oh nein. Herr Arschlecken, es gibt keinen Timer. Okay. Oh, das ist natürlich jetzt super ärgerlich. Ja. Also Leute, merkt euch, wenn ihr das selber zu Hause spielt, macht's schnell. Oh, verdammter Mist. Wow. Dich habe ich nicht erwartet. Das ist doof, das ist echt doof, weil ich glaube, der gute Richard, müssen wir gleich mal sehen. Es kann sein, dass wir dadurch jetzt eventuell eine Waffe verpassen. Verdammt. Wieso drehst du dich um? So, da ist ein Pistolenmagazin, sehr gut. Haben wir ja sonst noch irgendwas? Genau, dafür haben wir das Feuerzeug gebraucht. Kerzenhalter ohne Flamme. Das müssen wir nämlich anzünden, denn sonst ist es hier zu dunkel. Schon besser. Fuck, fuck, fuck. Mann, ist das ärgerlich. Hätten wir Richard doch direkt mal geholfen. What? Okay, aber der trifft uns nicht. Doch, jetzt trifft er uns. Haben wir noch einen Taser? Haben wir. Gut, erledigt. So, und hier gibt es nämlich noch was. Das Notenblatt, das nehmen wir mit. Nur das Notenblatt, die gerade sind voller Weingläser. Ja, kannst du da mal rausgehen? Danke.
Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, ein Regal vielleicht. Gewehr, oh ja. Sehr, sehr schön. Das ist sehr gut. Hier noch irgendwas. Da noch. Nee, das sah nur so aus. Gut, an der Stelle mache ich erstmal einen kleinen Schnitt. Bis dann.